Hol mal unser Top-Squad nochmal mit. Liara und Garrus. Ich weiß ja nicht, was uns erwartet, Dona. Warum bin ich eigentlich auf 16? Ich bin doch nicht 16 Mal gestorben. Ich bin 15 Mal gestorben, aber nicht 16 Mal. Hä? Oder habe ich was verpeilt? Na, ich weiß nicht. Machen wir mal schöne Runde. Jo, fangen wir mal hier an und gehen einfach eine Runde. So. Schließen wir das Ganze mal kurz. Na, verdammt. Ja, das wird nix. Nochmal. Menschenskinder, ne. Komm, bezahl Geld. So. Forschungseinrichtung. Anomalie. No, weil dann würde ich einmal rundfahren. Das riecht mir irgendwie nur Pirate, glaube ich. Oder nur illegale Forschung. Gut. Das ist eher eine leichte Verteidigung gewesen. Gibt's was zu holen? Ne, gibt's nicht. Hier? Eventuell. Nein, verdammt. Aber so, sehr schön. So, jetzt muss ich aber ganz kurz Squad, weil Liara wird natürlich jetzt mal noch aufgelevelt. Das ist ja uns alle klar. Oh ja, Stase, komm, gib noch die Stase raus. Sehr schön. Der braucht kein Level, Liara nicht. Und Liara kann ich wirklich hingehen und einfach eine gute Waffe gönnen. Dass er schießen soll, die kann nämlich mit alle Waffen umgehen. Ist ja auch logisch, ist ja auch meine Traumfrau. Das hat jetzt meine Frau mal überheert. Die bleibt bei der hier. Du weißt gar nicht, was ich alles umgehen kann. Wie soll ich das verstehen jetzt, Schatz? Wie, muss ich jetzt Angst haben? Was, du weißt gar nicht, mit was ich alles umgehen kann? Achso, mit was du alles umgehen kannst. Jo, trotzdem muss ich jetzt Angst haben. Schätzelein, geh mal heute um, noch spazieren. Ah, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Gerne bist du dir so sicher. Ja, bin ich. Du
Oh, da sitzt ja auch noch einer. Cerberus noch weitere Basen auf dieser Welt, Commander. Das passiert mir nicht nochmal. Wie war das? Das passiert mir nicht nochmal. So, Rachni erledigt. Sehr schön. Jo, machen wir dann. Wenn es nicht regnet, dann geht's auf zu einem ausgedehnten Spaziergang. So, das war Basis Nummer 1. Da ist noch eine Anomalie, die hole ich auch noch mit. Das ist da oben die Pyramide. Ah, ich kann da hoch. Das ist cool, dass ich da hochkomme. So. Die nächste Forschungsbasis ist hier. Also insgesamt sind es noch 4 Missionen. Hauptmissionen, wohlgemerkt. So. Die haben einfach keine gute Verteidigung hier. Das gleiche Spiel wie Ewe. Na, die Dotur sind Husks. Na cool, während der Dechiffrierung hält er an. Das wusste ich jetzt auch nicht. Ich hole zuerst die weg. Sehr schön. So.
Das ist noch ein Gegner. Ich muss vorsichtiger sein. Die torionischen Pieper sind ahnend grad schön. Alter. So. So. Welche Cerberus-Schrecken uns wohl in der nächsten Basis erwarten? Halleluja. Leute, das ist echt nämlich schön. Man kommt sich vor, als wäre man im Labor von Dr. Frankenstein. So, das nächste Labor ist da oben. Gut. Hätte man das doch mal jetzt. Schalten Sie sie aus. So. Wo ist? Letzter Halt, Shepard. Das sind wir Kahoko schuldig. Ja, der Admiral, der sein Leut retten wollt, ist selbst zum Opfer gern. Bei der Göttin. Es ist Admiral Kahoko. Cerberus muss ihn aufgespürt haben. Würde ich auch mal sagen. Salutieren wir. So. Squad, wir bleiben bei der Pistole. Der eine Punkt die Chiffrierung können wir noch später machen. Jo, das da könnten wir vielleicht auch noch aufleveln ein bisschen. Aber nur ein bisschen. So, da hole ich das dabei. Commander, wir empfangen ein Signal vom Hauptquartier der 5. Flotte auf der Zitadelle. Ich stelle es durch. Commander Shepard, etwas Unangenehmes ist geschehen. Während des Erstkontaktkrieges haben wir zahlreiche Spionagesonden in den turianischen Raum geschickt. Eine von ihnen schickte uns eben die Nachricht, Mission ausgeführt.
Und warum ist das so unangenehm? Als diese Sonden gestartet wurden, wussten wir nicht, mit wem wir es zu tun hatten. Wir wollten nicht riskieren, dass Aliens unsere Technologie untersuchen. In der Sonde ist eine Atombombe eingebaut. Ein kritischer Sprengkopf von 20 Kilotonnen. Ungefähr vergleichbar mit der Bombe, die man im 20. Jahrhundert über Hiroshima zündete. Wenn jemand diese Sonde findet und damit herumspielt, ich muss wohl nicht weiterreden, Commander. Mir ist klar, dass man sich darum kümmern muss, aber ich habe niemanden, der für so etwas ausgebildet ist. Ich weiß. Ich würde Sie auch nicht darum bitten, wenn es nicht wichtig wäre. Diese Sonden sind seit 26 Jahren als geheim eingestuft. Der Rat würde Fusionsbomben als gefährlich und verantwortungslos bezeichnen. Wenn man die Sonde findet, stünde die Allianz in der Kritik. Ich bitte Sie, weil die Normandie schnell und leise vor Ort sein kann. Sie müssen in den Voyager-Cluster. Wir fliegen sofort dorthin, Admiral. Und wir gehen diskret vor. Das weiß ich zu schätzen. Ich bin hier schon da. Viel Glück. Fünfte Flotte Ende. Ich bin doch schon in dem Cluster. Und direkt natürlich den Planet getroffen. Aber nee, ich gehe jetzt zuerst hier hin. So, Abrindo. Das Signal kommt aus einer Mine? Verdächtig. Stimmt, das war kein Absturz. Jemand hat sie hierher gebracht. Vielleicht wissen sie nicht, was sie da haben. Wir müssen sie finden, bevor sie losgeht. Ja. Naiv. Shepard ist leicht naiv. Aber wir mögen Shepard deswegen, ja. Deswegen mahne ich nach. Bis jetzt noch kein Feind. Noch kein Gehwehr. Gar nichts. Sieht aus wie das mit der Rachni, aber ist es nicht. Ist nur so ähnlich. Ich speichere aber trotzdem mal ab. Sprengkapsel, Commander. Shepard, endlich. Sie sind im Vorteil. Mein Name ist Elanos Haliad. Ich bezweifle, dass Sie ihn kennen. Wer führt die Terminus-Clans Ihrer Meinung nach an, Shepard? Tausende von Piraten, Sklaventreibern, Kriminelle jeder Machart? Bei den meisten kriminellen Organisationen ist es derjenige, der als der erfolgreichste angesehen wird. Das ist richtig. Derjenige, der die meisten Männer getötet, die meisten Schiffe erbeutet und die meisten Kolonien ausgeraubt hat. Vor 3 Jahren war ich der Stärkste. Ich nutzte meinen Einfluss, um eine Flotte zusammenzustellen. Wir wollten ihr Volk aus dem Randsektor vertreiben. Sie haben hinter dem Angriff auf Elysium gesteckt. Ich war der Motivator, der Anstifter, der Ruhm und Reichtümer versprach, wenn die größte Menschenkolonie des Clusters geplündert wird. Der die Schuld für das Scheitern bekam. Ich war ruiniert, als ihr Volk dem Angriff standgehalten hat. Wie könnte ich meinen Ruf besser wiederherstellen, als indem ich den ersten menschlichen Spectre eliminiere? Meine Crew wird mich holen. Sollen sie nur. Wir werden bereit sein. Ein Allianzkriegsschiff wäre eine gute Beute. Oh, und falls Sie es noch nicht bemerkt haben, das Erz hier ist mit Schwermetallen durchzogen. Das Funkgerät Ihres Anzugs kann nicht da durchdringen. So muss es nicht enden, Haliad. Leere Worte eines toten Mannes. Leben Sie wohl, Shepard. Was machen wir jetzt, Shepard? Wir haben Luft und Licht. Und die Normandy ist noch im Orbit. Wir suchen uns einen anderen Ausweg. Okay. Schnell deaktiviere. Ach, Bombe entschärft. Sehr schön. So. Ah,
Alles hier ist dicht, okay. Aber ich komme hier noch raus. Hier gibt es noch Zeug zu holen. Ich glaube, ich habe sogar gerade Granatgrit. Und ich glaube, ich muss jetzt auf den Sniper wechseln, auch wenn meine Pistole mehr Schade macht. Sniper geht das cool. Ich wünsche nur, ich könnte ein bisschen näher ranzoomen. Aber ich habe trotzdem, meine Augen sind gut genug dafür. Garrus macht endlich mit. Kogana. Vergiss es, mein Bub. Ich setz hier oben und du da unten. Ja, ich weiß, verdammt, ich hab auf die Kühlung nicht geachtet. So. Tja, ich habe aber gleich den Mako, mein Freund. Ha! So, weg ist er. Ausgesprochen Schad. Du hast noch Trümmer. Ohne Anomalie ist auch noch da. Die hole ich noch gerade mit. Na, verdammt. Jetzt aber. Sehr schön. Hä, was ist denn da? Ah, oh, ich bin drüber gebreddert. Ups, es tut mir leid. Das war nicht meine Absicht, also... Sorry. Mea culpa, wie das heißt. So. Jetzt sind wir hier fertig.